Hallo, hier ist wieder euer Raginari und das ist eine Sondermeldung, die ist besonders wichtig. Und zwar, die EU hat beschlossen, unser Trinkwasser oder Wasser allgemein zu privatisieren. Das heißt, unser Wasser kommt in die Hände von irgendwelchen großen profitgierigen Konzernen. Das könnte heißen, dass Wasser zum Beispiel zum Exportschlager wird und ins Ausland verkauft wird. Das heißt, dass wir dann weniger Wasser hier für uns haben. Das hat zur Folge, dass das Wasser im Preis je nach Lust und Laune des Konzernes variieren kann. Also die können die Preise auch erhöhen. In Portugal haben sie das angeblich jetzt schon durchgesetzt und die Portugiesen bezahlen jetzt schon den vierfachen Preis für Wasser. Und dann ist noch etwas, also die Trinkwasserqualität unter den staatlichen Voraussetzungen, wie es jetzt ist, ist natürlich in Deutschland sehr gut. Die könnte natürlich dann auch im Keller gehen. Also macht euch schlau, macht euch stark und glaubt an das Gute und wir müssen dafür, glaube ich, langsam ein bisschen kämpfen. Okay, das zum Wasser von Raginari. Tschüss, euer Raginari.